dort habe ich dieses Konzept vorgestellt, wie man eben zu einem verschenkten Elektroflugzeug kommen kann. Wir reden jetzt hier nicht über RC-Maßstäbe, oder? Nein, das ist die Pipistrel Velis Elektro. Es macht hier keinen Sinn, eine Ladestation aufzustellen und kein Flugzeug dabei zu haben. Hast kein Geld, aber Fläche und wir geben dir dafür ein Elektroflugzeug. Heute soll es mal um elektrische Flugzeuge gehen und dafür ist bei mir Morell Westermann. Hallo Morell. Hallo Steve. Und für die, die ihn noch nicht kennen, schaut mal hier oben, wir haben schon mal ein Video mit Morell gemacht. Morell ist ein Urgestein der elektrischen Luftfahrt sozusagen und ich stell dich jetzt einfach mal vor und zwar, du hast den Elektro-Weltrekordflug gemacht. Von der Schweiz bis nach Norderney. Genau. Du wolltest eine elektrische Flugroute, also das heißt also Ladeinfrastruktur für eine elektrische Flugroute aufbauen und du hast ein Elektroflugzeug zu verschenken. Ja, nicht nur eins, so viel wie geht. So viel wie geht. Okay, wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Morell, dann erzähl doch mal, bevor wir zu der Verschenkeaktion kommen, darfst du jetzt mal erstmal erzählen, du hast mir gegenüber im Vorfeld erwähnt, dass du diese elektrische Flugroute, dass sie sich weiterentwickelt hat. Genau, also wie soll man das sagen? Die Kritik war komplett berechtigt, dass man sagt, da stellt man jetzt relativ teure Infrastruktur auf, Schnellladegeräte auf Flugplätzen und die wird ja viel zu selten genutzt. Also bei der geringen Anzahl von Flugzeugen, die wir heute haben, ist die Frage, wie oft wird dann so eine Ladestation genutzt. Und der Einwand war absolut korrekt und wir haben das dann einfach ein Stück weiterentwickelt und gesagt, okay, dann müssen die Flugzeuge eben auch noch mit dazu. Denn die Pipistrel Velis Elektro, die wir ja letztes Jahr im Sommer geflogen haben bis nach Norderney, ist ja ein sensationelles Flugzeug für die Pilotenausbildung. Und jetzt sind wir auf der Suche gewesen nach Flugplätzen und eben Flugschulen, die Interesse hatten, dieses Flugzeug sich genauer anzuschauen und womöglich sogar anzuschaffen. Und im Zuge der Verbreitung von diesen Flugzeugen wäre dann ja automatisch auch die Ladeinfrastruktur mitgekommen und dann hätte man am Schluss wieder das Ziel erreicht, dass man mit diesem Flugzeug von Zürich bis nach Berlin fliegen kann. Und für die, die sich nicht vorstellen können, wie die Pipistrel Velis Elektro aussieht, ihr kennt ja Carporn. Wir machen jetzt mal ein bisschen Airporn und dann zeigen wir euch mal, wie Morell beim Weltrekordflug so unterwegs war. Jetzt gibt es aber aktuell nur dieses eine Flugzeug, richtig? Wenn ich es richtig verstanden habe, richtig, oder? Richtig, ja, genau. Es sind einige in der Entwicklung, aber das, dauert das noch. Produkt von Pipistrel ist eben das einzige, was im Moment Serie ist und was man kaufen und bestellen und kaufen kann. Und warum bist du jetzt wieder in Berlin? Ich meine, du lebst ja in der Schweiz. Ja. Ich hab mir die schöne Reise wieder nach Berlin gegönnt, um dich zu einem wieder zu treffen. Die Kollegen von Norbert zum Beispiel, der hier auch seine elektrische Airline aufbaut. Und ich bin eingeladen worden vom Interessenverband der Regionalflugplätze in Deutschland. Die sind in Berlin ansässig und dort habe ich dieses Konzept vorgestellt, wie man eben zu einem verschenkten Elektroflugzeug kommen kann. So, was muss denn jetzt aber ein Interessent machen, um so ein Elektroflugzeug zu bekommen? Genau. Im Grunde brauchst du nur PV-geeignete Dachflächen oder Freiflächen. Die Idee ist, dass wir mit dem Sponsor des Elektro-Weltrekordfluges, der Windpower GmbH, einen Austausch anbieten, dass wenn du jemanden kennst, der große Flächen hat, meistens sind das eben Flugplätze oder die sind sehr geeignet dafür, der würde uns diese Flächen zur Verfügung stellen. Windpower bringt das Geld, das Know-how, die Planung, die Solarzellen, alles mit. Und mit dem dann erzeugten regenerativen Strom, den man dann verkauft, kann man so ein Flugzeug finanzieren. Im Grunde ist es ein Austausch zwischen großen PV-geeigneten Flächen und wenn die so in der Größenordnung 5 Hektar sind, dann rechnet sich ein Flugzeug. In einem Satz zusammengefasst, du bist ein Flugplatz, hast kein Geld, aber Fläche. Wir übernehmen die Fläche, legen dort PV drauf und wir geben dir dafür ein Elektroflugzeug. Klingt eigentlich ganz cool.
Ich meine, klar, jetzt werden wieder die Kritiker kommen, die sagen, ja, dann mach ich doch selber PV, da kann ich ja megamäßig Kohle machen und so. Genau. Aber offensichtlich passiert das ja gerade nicht. Also, oder zu wenig. Du kannst jederzeit selber PV machen und ich würde das sehr begrüßen. Dann musst du halt auch das Geld mitbringen, um 5 Hektar mit PV-Flächen zu belegen. Und wer das Investment scheut, der lässt jemanden, wie zum Beispiel Windpower, das übernehmen. Hm. Und kriegt dann die nächsten 20, 30 Jahre, das ist die Frage, was man vereinbart, halt sehr günstigen Strom. Oder eben ein Elektroflugzeug. Und das Entscheidende ist, dass es sozusagen ein Vorabbezahlen ist. Dass du nicht über die nächsten 20 Jahre günstigen Strom bekommst, sondern ab dem Zeitpunkt, wo man das Projekt unterschreibt, kriegst du Geld oder ein Flugzeug. Du hast gerade gesagt, du warst beim Interessenverband Regionalflugplätze Deutschland. Und was hast du da so gemacht? Also da hast du quasi für deine Idee geworben, für das Elektroflugzeug verschenken gegen genau. PV. Wie war denn da so die Resonanz? Großartig, großartig. Hat einen Riesenspaß gemacht. Der Interessenverband der Regionalflugplätze in Deutschland vertritt so etwa 170 Regionalflugplätze, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind fast alle. Und die haben mit der Elektrifizierung der Luftfahrt natürlich eine Riesenchance. Nämlich der Nachteil der Flugzeuge im Moment ist die kurze Reichweite. Das ist das Anfangsthema von Elektroautos, was wir auch hatten. Aber es ist natürlich lärmfrei und emissionsfrei. Und so kann man den Flugverkehr auch wieder näher an die Menschen, an die Städte, an die Bewohner bringen. Und was ja heute beim Reisen mit dem Flugzeug immer nervig ist, ist eine Stunde Anfahrt zum Flughafen zum Beispiel, dann eine Stunde vorher da sein, heute mit Corona-Test 2 Stunden. Und dann fliegt man vielleicht gerade mal 40, 50 Minuten für Kurzstreckenflüge und dann muss man relativ weit wieder zu seiner Destination. Mit den Regionalflugplätzen bist du sehr nah an den Städten. Du hast sehr wenig Wartezeit vorher, weil halt die Sicherheitskontrollen sehr kurz sind, weil der Weg zum Flugzeug sehr kurz ist und die Strecke dann immer noch die gleiche Kürze ist, so kannst du solche Kurzstrecken auf Regionalflugplätzen viel effizienter abwickeln als auf den großen Flugplätzen. Mhm. Und das wird sich in den nächsten Jahren eben elektrisch abbilden lassen. Und so sind diese Regionalflugplätze sehr interessiert an dieser Technologie, wie sich das entwickelt. Und das bietet eben auch Riesenchancen für deren Geschäftsmodelle. Jetzt mal fernab der Geschichte, dass auf den Regionalflugplätzen natürlich auch sehr viele Hobbyflieger unterwegs genau. sind, für die das natürlich viel toller ist, wenn du quasi lautlos durch die Lüfte gleiten kannst und dabei das Ganze genießen kannst. Eine Sache, die wird Christian Lindner bestimmt total gefallen. Und zwar haben wir ja auch, oder hatten wir beim letzten Mal ja auch Norbert Werle mit dabei von R2i. Genau. Mit dem werde ich ja demnächst auch nochmal sprechen. Der arbeitet ja quasi daran, dass elektrisches Fliegen so einfach ist, wie heute in der Stadt sich ein Carsharing-Auto genau. oder ein Taxi zu nehmen. Genau, er sagt immer, Uber goes R2E. Also seine Idee ist, dass man mit einem Handy-App sich eben einen solchen Regionalflug, so einen individuellen Regionalflug dann bucht und das zu sehr günstigen, also Taxi-Niveau-Tarifen anbieten kann, weil es ein Elektroflugzeug ist. Der Riesenvorteil für die Regionalflugplätze ist eben lärmfrei. Die haben immer ein Lärmthema, weil sie nah an den Bewohnern sind. Und die haben dann zum Beispiel Mittagspausen oder Nachtflugverbote. Und das ist natürlich sehr hinderlich für den Service, den du anbieten möchtest, am besten rund um die Uhr. Wenn das lärmfrei ist, ist das Thema Nachtflug und Mittagspause erledigt. Aber für alle Kritiker, die können jetzt sagen, naja, jetzt hat da jemand eine Idee von so Flugtaxen. Das dauert ja noch, bis der soweit ist. Kannst du uns da schon mal so einen Ausblick geben, ja. Wie weit der Norbert ist, damit die Leute schon mal so ein bisschen angefüttert sind, sage ich jetzt mal? Ja, also jetzt generell gar nicht mal Norbert, sondern im Allgemeinen. Wir werden einen Tipping Point haben in der Elektrifizierung der Luftfahrt. Der wird so Mitte der 20er Jahre sein, 25, 26, 27 rum, wo du einen elektrischen Antriebsstrang in Flugzeugen hast, der Energie- und Performance-Äquivalent zu dem ist, was du in kleinen Flugzeugen heute hast, also in 2 oder 4 Sitzern. Und das ist dann ein Riesendurchbruch. Damit kann man noch praktisch keine richtigen Businesses aufbauen, weil das skaliert natürlich mit mehr Leuten, die im Flieger sitzen, aber das wird länger dauern. Man muss aber sehen, dass diese Geschäftsmodelle auch nicht gegen eine S-Bahn oder gegen einen Regionalbus ankämpfen wollen. Sondern in einer etwas höheren, sag ich jetzt mal, der sich heute vielleicht eher so ein Limousinen-Service leistet. Ja, schon eher Taxi. Es geht um die Menge pro Stunde sozusagen. Wie viele Menschen pro Stunde fahren jetzt diese Strecke? Okay. Wenn wir jetzt hier an die S-Bahn in Berlin denken, da fahren ja tausende Menschen pro Stunde mit von A nach B. Aber wenn du ein sehr individuelles Reisebedürfnis hast, abends müssen wir beide nach irgendeinem schönen Abendessen noch irgendwo in die Peripherie, dann wäre so ein Dienst, also dieses Lufttaxi-Dienst,
eine gute Option. Und wenn das dann in dem Preisniveau eines Taxis ist, dann wäre es natürlich praktisch. Also das ist quasi keine, es ist in absehbarer Zeit noch kein Ersatz für Senkrechtstarter von Zoo nach Köpenick, sondern halt eher von hier Berlin, dass wir sagen, wir müssen dann nochmal irgendwo nach ins nähere Umland, sage ich jetzt mal. Also Senkrechtstarter werden auch noch ein bisschen länger dauern, weil sie energieineffizient sind. Also zum Senkrechtstarten brauchst du unglaubliche Energiemengen, um mal so ein Gefühl dafür zu geben, so ein Helikopter, so ein normaler Rettungshelikopter vom ADAC oder vom Rettungsdienst, den man so vor seinem geistigen Auge hat, die haben Leistung in der Größenordnung Megawatts. Ja? Zum Schweben. Zum Reiseflug ein bisschen weniger, aber die meiste oder die kurze Zeit, die sie schweben und senkrecht landen, brauchen sie eine unglaubliche Energie. Und wenn du jetzt elektrifizierte Air-Taxis dir vorstellst, die eine sehr limitierte Energiemenge in den Akkus heutzutage mitnehmen können, dann willst du natürlich eine sehr kurze, ineffiziente Phase haben. Man liest ja jetzt immer mehr, dass diese E-Fuels jetzt kommen und dass man da versucht natürlich, uns rennt die Zeit davon, was das Klima betrifft. Genau. Ja? Und man versucht jetzt dort natürlich Alternativen zu finden und klimaneutrale Treibstoffe. Sagt man, das ist wenn dann was für die Schifffahrt, für die Luftfahrt und sowas. Vor allem kann man da seine bestehenden Flugzeuge ja höchstwahrscheinlich weiter betreiben. Genau. Wie sieht es denn da aus? Ist das jetzt eine direkte Konkurrenz zu diesen E-Fuels? Ich sage immer, lasst die E-Fuels denen, die sie wirklich brauchen. Das sind sicher nicht die Autos. Da haben wir gute Lösungen, batterieelektrisch, aber eben für die Flugzeuge. Wir haben im Moment Langstrecke. Ja, Mittel- oder Langstrecke, genau. Wir haben im Moment noch keine richtig gute Lösung für elektrische Flugzeuge, weil die Batterien so schwer sind, weil die Energiedichte von Batterien noch verhältnismäßig klein ist. Und das kannst du mit synthetischen Treibstoffen heute dann schon im Kreislauf CO2-neutral machen, und das wird auch für die nächsten Jahre die einzige Lösung sein. War auch ein großes Thema bei dem Treffen von den Regionalflugplätzen. Wie viel Energie werden wir brauchen, um einen signifikanten Bedarf von Regionalflugverkehr mit P2L zu machen? Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Und da schließt sich wieder der Kreis mit diesem PV-Projekt, was ich jetzt mit Windpower gemeinsam voranbringe. Wir wollen möglichst viel Energie auf Flugplätzen selber erzeugen, um dann vor Ort womöglich auch P2L zu machen, mindestens mal die Elektroflugzeuge fliegen zu lassen. Der Energiebedarf wird einfach steigen, das ist so. Und das kann nur regenerativ erzeugt werden, und dafür suchen wir jetzt Flächen. Super, dann danke ich dir vielmals für die Ausführungen, und an euch ist nochmal gerichtet. Ihr habt einen Flughafen, ihr seid auf einem Flughafen. Ihr kennt jemanden vom Flughafen. Genau, mit eurem Privatflieger. Ihr kennt jemanden vom Flughafen, oder ihr wisst einfach nur, da ist ein Flughafen in eurer Nähe. Spammt die zu mit E-Mails oder sonst irgendetwas. Links sind unten in der Videobeschreibung. Und zeigt ihnen diese Aktion. Vielleicht ist das ja etwas für sie. Wichtig ist, es braucht kein Investment, oder? Genau. Es braucht nur die Fläche, Geld und Knowledge und Umbaukapazität, alles bringen wir mit. Und alles Weitere, was dann das Gegenstück zur Fläche ist, sozusagen, genau. Ob es ein Flieger ist, oder ob es Geld was ist, man braucht. Das klärt man dann im Nachgang. Ne? Und ich denke mal, das ist doch mal eine coole Aktion. Ich danke dir, Morell. Danke dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und drücke dir die Daumen für deine Projekte. Schreibt ihr mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr das ganze Thema elektrischen Luftverkehr seht, Flugtaxen und sowas. Glaubt ihr daran? Denkt ihr, das ist mit ein Baustein zur Verkehrswende? Oder sagt ihr, das ist alles Kokolores, da kannst du mir mit gestohlen bleiben? Würde uns wirklich interessieren, und dann würde ich mich freuen, wenn du bald mal wieder dich meldest, wenn du wieder in Berlin bist. Gerne. Steve, danke für die Einladung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, Kanal abonnieren, Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Dann schreibt aber auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, denn nur dann können wir etwas anders machen. Und ja, vergesst nicht, die Glocke zu klicken, dann seid ihr immer informiert, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Und dann verabschiede ich mich hier und sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke dir.